Kurz mittags aus der Kiste, warst ne Nacht lang auf der Piste, fühlt sich noch etwas erschlagen und es krümmt sich dir der Magen. Langsam schlenderst du zum Kühlschrank, der Anblick macht dich nur noch mehr krank. Nichts mit Käse, Wurst und Schinken, nee, noch nicht mal was zu trinken. Zu essen. Der Aufschwung Ost hat dich vergessen, da muss man halt improvisieren, beim Existenz organisieren. Die junge Frau vom Sozialamt, sie hat dich in der Hand, sie lächelt gnädig zu dir rüber und sagt, dann kommt sie morgen wieder. Die Tante, die Tante, die Tante vom Sozialamt ist eine asoziale Schlampe. Die Tante, die Tante, die Tante vom Sozialamt ist eine asoziale Schlampe. Immer noch kein Geld, da fehlt noch ein Dokument, das Hemd. Außerdem muss man bekanntlich bedürftig sein, und das ist amtlich. 50 Mark für was zu essen, ist doch wirklich echt vermessen. Die Tante, die Tante, die Tante vom Sozialamt ist eine asoziale Schlampe. Die Tante, die Tante, die Tante vom Sozialamt ist eine asoziale Schlampe. Da gibt's für sie einen kleinen Zuschlag. Schmeiß sie dich raus, dann klingelt schon im Portemonnaie die Provision. Du hast zu Hause nur Tisch und Stuhl. Sie baut sich einen Swimmingpool. Dein Arsch kommt nicht mehr an die Wand. Sie fährt im Urlaub an den Strand. Die Tante, die Tante, die Tante vom Sozialamt ist eine asoziale Schlampe. Die Tante, die Tante, die Tante vom Sozialamt ist eine asoziale Schlampe. Gehst du hin, dann gehst du ran, dann machst die Tantentochter an. Dann gehst du nochmal zum Sozialamt, jetzt hast du es in der Hand. Miete, Stütze, Alimente, du kriegst Kohle bis zur Rente. Die Tante, die Tante, die Tante vom Sozialamt ist ne asoziale Schlampe. Die Tante, die Tante, die Tante vom Sozialamt ist ne asoziale Schlampe. Die Tante, die Tante, die Tante vom Sozialamt ist ne asoziale Schlampe. Zum Kotzen, zum Kotzen, zum Kotzen, auf dem Sozialamt sind nur asoziale Sachen.